Oh Gott, ich hoffe einfach, meine Mutter killt mich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht wahrscheinlich schon an den Sachen, die hier so vor mir stehen, was ich heute vorhabe. Zwar möchte ich heute Kekse backen, also so Cookies, weil ich die in der Insta-Story von Luisa Lyon gesehen habe. Und die wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich dann die ganzen Backsachen hier in meinem Zimmer habe und nicht in der Küche bin. Aber falls ihr unsere Küche kennt, wisst ihr wahrscheinlich, warum die nicht ganz so vorzeigbar ist. If you don't wanna see me. Also sehe ich das da halt nicht so gut und dann die ganze Zeit immer dieses Holz da so im Hintergrund. Ist jetzt nicht so schön, deswegen habe ich mir gedacht, ich verlagere jetzt meine Keksebackaktion in mein Zimmer. Naja, auf jeden Fall fange ich glaube ich mal an. Ich wollte halt nebenbei so über so ein paar Sachen reden. Ich muss aber das Rezept aufgerufen haben. 250 Gramm Butter. Ich habe keine Butter und ich habe nicht mal ein Messer. Das geht schon richtig gut los hier. Da bin ich wieder diesmal mit Butter und Messer bzw. Margarine. Ich würde sagen, dieses Video hier ist auch so ein bisschen Teil meiner mir ist langsam langweilig Therapie. Weil ich weiß nicht, ob ihr auch so verschiedene Phasen der Quarantäne durchläuft, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich am Anfang irgendwie, also so den ersten Tag, fand ich das richtig cool. Und da dachten wir ja auch erst, es wären irgendwie so 5 Wochen und dann können wir wieder zur Schule. Genauso, wie wir vorher immer zur Schule gegangen sind. Und da war ich halt richtig begeistert davon. 250 Gramm Butter ist schon echt viel, ne? Und dann dachte ich so, ja, jetzt erstmal 5 Wochen ein bisschen chillen, so. Vielleicht ein paar Aufgaben so mit der E-Mail machen und dann gehen wir sowieso wieder zur Schule. Einfach jetzt mal ein bisschen Ferien und dann ist gut. Da dachte ich aber noch, man darf sich dann ja locker noch irgendwie mit Freunden treffen. Dann treffe ich mich einfach jeden Tag irgendwie mit denen und dann passt das so. Und dann war es aber so am Anfang so ein bisschen so, nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich schon so relativ schnell gemerkt, dass es vielleicht doch gar nicht so geil ist. 300 Gramm Zucker, holla die Waldfee. Und dann habe ich eigentlich doch relativ schnell gemerkt, dass es vielleicht doch gar nicht so toll ist, den ganzen Tag nur zu Hause zu sein und nichts zu tun zu haben. Hab dann aber, glaube ich, die ersten paar Wochen auch so ein bisschen gebraucht, um mal wirklich runterzukommen und auch mal nichts zu machen. Obwohl ich teilweise echt ein bisschen ausgerastet bin, weil ich irgendwie nichts mehr zu tun hatte und das auch nicht mehr gewohnt war, nichts zu machen. So, seitdem ich eigentlich aus den USA wiedergekommen bin und in den USA eigentlich auch schon und davor eigentlich auch schon, habe ich eigentlich immer jeden Tag irgendwas zu tun gehabt. Also ich glaube, es gab echt wenige Tage, an denen ich mal so da saß und mir dachte, heute weiß ich echt gar nicht, was ich machen soll, weil irgendwas kann man immer machen. Irgendwann kommt man dann in der Quarantäne an diesen Punkt an, wo man so merkt, ich habe Netflix durchgeguckt, irgendwie habe ich auch gar keine Lust mehr, noch irgendwas zu gucken. Langsam lockert sich das ja wieder so ein bisschen, man kann sich vielleicht wieder so vereinzelt mit Leuten treffen und irgendwie normalisiert sich das alles so und man denkt da irgendwie gar nicht mehr so richtig drüber nach. Wo ich schon sagen muss, dass mich das ein bisschen traurig macht, dass die ganzen Reisen für 2020 jetzt abgesagt worden sind. Also meine Studienfahrt ist sowieso schon abgesagt. Eigentlich sollten wir halt mit unserer Klasse so als Abschluss eigentlich auch nicht wirklich, aber schon so ein bisschen als Studienfahrt eben am Ende der 12. nach Irland fahren, also nach Dublin. Und das hat sich jetzt aber erledigt. Also vielleicht fahren wir noch später, dass es irgendwie so möglich gemacht werden kann, dass wir halt später einfach fahren, also nächstes Schuljahr dann irgendwann, aber man weiß ja auch nicht, wann man dann wieder reisen darf. Ich mache mal hier den offiziellen Taste-Test. Schon echt geil. Also der Teig sieht schon echt gut aus jetzt. Finde ich so. Und jetzt kommen die Schokodrops, die da rein sollen. Ich habe die noch bei uns in der Speisekammer gefunden. Das sind jetzt aber 100 Gramm und im Rezept stand eigentlich 250. Deswegen habe ich jetzt eben gerade noch die hier geholt. Das ist jetzt nicht gesponsert von Milka oder keine Ahnung. Aber ich denke mal, dann werde ich davon einfach noch irgendwie so ein bisschen was klein machen oder so. Aber ich glaube, ich war bei der Studienfahrt. Also auf jeden Fall ist unsere Studienfahrt abgesagt worden. Ich mache gerade diese Plättchen hier noch mal ein bisschen kleiner, weil die sind irgendwie voll riesig, so für so Cookies, weiß ich nicht. Und jetzt müssen wir halt gucken, ob wir die in der 13. nachholen können. Aber es ist halt einfach alles nicht so ganz optimal. Okay, ich habe gerade entschlossen, meine... Obwohl, das sind eigentlich doch ganz schön viele Schokodinger hier drin. Das reicht, was? Ich habe den falschen Teigdingsens genommen. Fuck. Dann würde ich sagen, geht es an die Kekse formen. Ich glaube, ich bin echt nicht so gut drin. Ne? Das klebt halt jetzt schon alles. Das war's wirklich. Ich glaube, meine Kekse werden die hässlichsten des Universums, wirklich. Aber eigentlich hatten meine Familie und ich auch vor, dieses Jahr in die USA zu fliegen. Also natürlich einmal, damit wir halt meine Gastfamilie besuchen können.
Und dann aber auch, weil wir halt so ein bisschen mehr von den USA mal sehen wollten und meine Eltern da halt noch nie waren. Und mein Bruder auch nicht. Aber wir wollten dann halt so ein bisschen Roadtrip so an der Westküste halt machen und dann halt zu meinen Gasteltern fahren. Und die dann halt so zu besuchen. Aber das wird halt sehr wahrscheinlich noch abgesagt werden. Also noch gilt die Reisewarnung nicht bis dahin. Aber bin mir ziemlich sicher, dass sich das noch verändern wird. Und ich frage mich gerade, wie viele Bleche ich gleich brauche. Ich weiß auch nicht, habe ich irgendwas falsch gemacht, weil es ist halt richtig hart, die hier drauf zu verteilen. Ansonsten finde ich halt eigentlich auch, dass die Quarantäne so eine relativ gute Zeit ist, sich mal so zu überlegen, was man nach der Schule machen möchte. Weil ich ja jetzt nächstes Jahr Abi mache, also 2021. Das heißt, ich muss ja langsam mal so ein bisschen wissen, was ich machen will. Und es gibt halt einige Sachen, die mich da so ein bisschen interessieren, aber bin mir halt noch nicht so zu 1000% sicher, aber ich finde halt eigentlich so ein duales Studium ganz cool, weil man dann halt schon gleich Berufserfahrung sammelt und nebenbei studiert. Also ich glaube, das ist im Studium dann auch leichter, wenn man so ein bisschen Praxisbezug dann auch hat. Aber es ist halt schon richtig, richtig anstrengend, wenn man dann halt so diese Doppelbelastung hat. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich das machen möchte oder ob ich vielleicht doch einfach nur studiere. Das sieht echt geil aus mit den Fingern hier. Oder ob ich eine Ausbildung mache, aber ich denke schon eher, dass ich studieren werde. So, jetzt probiere das jetzt mal mit Löffeln. Ich hoffe mal, das geht besser. Kurzer Disclaimer von der Zukunfts-Anne, die gerade dieses Video bearbeitet. Und zwar habe ich eben gerade noch davon gesprochen, was ich nach der Schule gerne machen möchte oder was ich mir da so überlege. Und jetzt springe ich aber irgendwie wieder zurück zu unserer USA-Reise. Also, eben gerade ging es noch ums Studium und jetzt geht es wieder um unsere abgesagte Amerika-Tour. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Und auf jeden Fall hatten wir uns da halt schon so eine richtig coole Tour rausgesucht. Also wir wollten halt wirklich so Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon. Wollten wir noch so Portland, wollten wir halt Seattle. So diese richtig coolen Städte. Und dann wollten wir halt nach Spokane zu meiner Gastfamilie fahren. Aber das wird jetzt höchstwahrscheinlich nichts. Und das finde ich halt richtig schade. Also so Studienfahrt finde ich auch richtig doof. Weil das finde ich halt auch noch richtig cool gefunden. So, oh, es geht viel besser. Oh mein Gott. So mit meiner Klasse halt. Aber ich glaube so, dass in den USA wäre halt so ein richtig so eine Once-in-a-Lifetime-Experience gewesen. Ich glaube, das wäre so eine richtig coole Reise geworden. Aber naja, vielleicht nächstes Jahr. Nur dann ist halt so das Ding, dass ich dann nicht weiß, was ich dann mache. Werde ich dann ja vielleicht schon anfangen zu studieren oder anfangen zu arbeiten oder keine Ahnung, sonst was mache. Ganz kurz nur diese Verzweiflung, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Keine Ahnung, sonst was macht. Eine Freundin und ich hatten auch mal überlegt, ob wir nach Australien gehen wollten. Aber erstens macht das irgendwie jeder und zweitens ist es halt schon richtig teuer. Und drittens sehe ich uns irgendwie auch noch nicht so richtig als Backpacker da durch den Busch von Australien ziehen, um ehrlich zu sein. Deswegen hat sich das wohl eher erledigt. Aber das war, glaube ich, auch nur so ein Ding, als ich so 15, 16 war, glaube ich. Da wollte ich das machen. Und dann irgendwann... Da war dann meine Speicherkarte voll und ich konnte nicht mehr so wirklich weiterfilmen. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal ganz kurz zu Ende bringen, weil ich da noch ein bisschen zu fokussiert auf meine Kekse war, weil die in dem Moment wichtiger waren als meine Zukunftspläne. Da hat jemand Prioritäten gesetzt. Auf jeden Fall hatten halt Milena und ich mal geplant, dass wir nach der Schule nach Australien gehen. Also nach Sydney wollten wir halt. Und dann vielleicht irgendwie so ein bisschen da Work and Travel machen. Aber so richtig geplant hatten wir das eigentlich auch nicht. Wir waren halt nur so, okay, lass uns nach Australien. Also wir haben uns da nicht wirklich groß abgestimmt und auch nicht wirklich viel Pläne gemacht. Deswegen haben wir das eigentlich mittlerweile wieder verworfen, weil ihr könnt ja mal gucken, was Flüge nach Australien kosten. Und vor allem der finanzielle Aspekt ist halt schon ziemlich großer, weil erstens bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Eltern einfach nicht so Lust hätten, mir dann nochmal Australien zu finanzieren, was ich auch verstehen kann. Also ich meine, hätte ich halt dieses Stipendium nicht gehabt, wäre ich auch niemals in die USA gegangen, weil meine Eltern halt einfach nicht so, ich will jetzt nicht sagen, der Fan von Auslandsaufenthalten sind, aber es ist halt schon ziemlich viel Geld. Und meine Eltern sehen das dann einfach nicht ein, so viel Geld für sowas zu bezahlen, was ich halt auch total verstehen kann. Ich meine, wenn ich halt sowas machen möchte, was halt so viel Geld kostet, wie Zeit in Australien zu verbringen, dann kann ich schon verstehen, dass ich mir das selber finanzieren soll und ich möchte das dann auch selber finanzieren. Deswegen würde ich halt auch mega gerne ein duales Studium machen, weil meine Eltern mich halt schon so im Studium finanziell unterstützen würden, werden, müssen ja wahrscheinlich auch. Aber ich möchte halt trotzdem schon ganz gerne mein eigenes Geld verdienen und nicht so abhängig von meinen Eltern sein. Wenn ich jetzt noch einmal um die Welt reisen bei meinen Eltern anmelden würde, wären die da, glaube ich, nicht so begeistert von. Und ich würde halt ganz gerne dann später auch noch mehr reisen. Und halt auch mega gerne so ein Land so kennenlernen, wie ich das jetzt in den USA gemacht habe. Also länger dort leben, wie zum Beispiel während des Studiums ein Auslandssemester zu machen. Weil ich finde, dann hat man auch immer was, was man da
so wirklich macht. Also man nimmt halt wirklich am gesellschaftlichen Leben teil und man hat halt irgendwie so ein richtiges Leben dort und reist nicht nur so durchs Land wie so ein Tourist. Was ich, glaube ich, auch ganz cool sein kann, vor allem wenn man halt so mehrere Orte sieht und auch viel sieht. Aber ich würde halt mega gerne einfach für so eine längere Zeit mal wieder in ein Land gehen und dann da so das richtige Leben miterleben. Also sowas finde ich halt immer ganz cool und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ich vielleicht dann nach dem Studium irgendwie nochmal für eine Zeit lang ins Ausland gehe, um da irgendwie so ein bisschen zu arbeiten. Oder halt wie gesagt im Studium oder dass ich vielleicht auch mal ein Auslandspraktikum mache oder irgendwie so. Also da hätte ich auf jeden Fall schon richtig, richtig Lust drauf. Nur halt nach dem Abi rumreisen war halt damals auch nicht wirklich geplant. Falls sich das weiter interessiert, was ich so nach der Schule machen möchte oder was es vielleicht auch so für Möglichkeiten gibt, die man nach der Schule machen kann, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder gebt diesem Video einen Daumen nach oben, weil dann weiß ich, dass euch sowas interessiert und dann kann ich darüber auch mal ein Video machen, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema, mit dem ich mich momentan irgendwie relativ viel beschäftige oder auch schon ein bisschen länger, weil ich halt einfach jetzt momentan überlege, was so meine Möglichkeiten sind und ich glaube, es ist ganz cool, wenn ich euch daran so ein bisschen teilhaben lasse. Ja, also schreibt es gerne in die Kommentare, falls euch das interessiert und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit dem restlichen Keksebacken-Video. Hier seht ihr jetzt einen der fertigen Kekse. Ich muss sagen, die sind absolut riesig geworden irgendwie, aber sie schmecken trotzdem gut, also kann ich nur empfehlen. Ja, das war's dann eigentlich auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich esse jetzt, glaube ich, noch ein paar Kekse. Aber ich glaube, einer reicht erstmal bei der Größe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Und Anna ist wieder da und vielleicht kommt wieder das Sommerwetter, Freunde. Mama!